wird mir erst aus meiner Ferne richtig klar. Du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Und wenn einer von dir Gutes sagt, will ich mich wieder freuen. Und es soll mir wehtun, wenn man dich verlor. Nimmst du mich noch einmal an? Ja, ich halte mich daran. Ich darf kommen und du stößt mich nicht hinaus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Den Predigttext haben wir eben gehört in der Evangelienlesung, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Liebe Gemeinde, ich starte aber erst einmal damit, dass ich Ihnen Grüße übermittle. Ich bin heute eigentlich nur die Vertretung. In Schwarzenborn gibt es seit dem 1. Juli eine neue Pfarrerin, Pfarrerin Christiane Kunkel. Und von ihr grüße ich Sie herzlich. Heute wird sie eingeführt um 14 Uhr. Sie ist gerade erst umgezogen, so dass ich heute noch einmal einspringe sozusagen. Ich freue mich, dass ich diesen Gottesdienst mit Ihnen nochmal gemeinsam erlebe. Es ist wirklich was ganz Besonderes hier oben und auch in der Vielfalt von Prägungen, ökumenischen Linien rund um den Globus. Danke, dass ich eingeladen wurde, das mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. Ich habe überlegt, Predigttext, worüber sprechen. Hier sind viele Menschen, die gemeinsam gewandert sind, Knüllgebirgsverein. Ich dachte, viele Wegstrecken verbinden sie miteinander, Ausflüge und Reisen. Doch eigentlich ist es auch etwas, was uns Menschen miteinander verbindet, so Wegerfahrungen, die wir vielleicht auch ein Stück in diesem sogenannten verlorenen Sohn wiederfinden können. Ich wollte einmal dieses Gleichnis betrachten unter diesem Aspekt von Wegerfahrungen. Der sogenannte verlorene Sohn. Ich muss dran denken, wie oft ich früher so überlegt habe, hätte dieser verlorene Sohn nicht zu Hause bleiben können? Der hatte es doch gut. In der Grundschule mussten wir im Religionsunterricht immer malen. Nachdem wir eine Geschichte erzählt bekamen, wurde gemalt. Und ich weiß noch, ich sollte zu diesem Gleichnis etwas malen. Und ich dachte, was malt man denn da? Das ist so etwas, woran ich mich noch gut erinnern konnte. An dieses Bild im Nachhinein. Schweine habe ich gemalt. Rosa-rot, schön groß im Vordergrund und winzig klein daneben diesen verlorenen Sohn. Und da dachte ich, genau das ist mir das Wichtigste gewesen. Daran kann ich mich immer noch gut erinnern. Ja, ich dachte wirklich damals auch, dieser verlorene Sohn, was für eine jämmerliche Erscheinung. Der hätte ja auch zu Hause bleiben können. Selber schuld. Ja, und da klingt es noch manchmal in mir nach. Ich denke, selber schuld. Er hätte doch da bleiben können, auf seinem elterlichen Hof, oder? Dieses selber schuld. Vielleicht bin ich bereit, auch heute noch so über das Ergehen anderer Menschen zu urteilen. Wenn jemand über Jahrzehnte hinweg Kettenraucher ist und schließlich an Lungenkrebs erkrankt, liegt es da nicht auch zu sagen, selber schuld? Weiß man doch diesen Zusammenhang von Nikotinkonsum und dieser Krebsart? Das musste doch so kommen, oder nicht? Ja, oder ich bekomme zufällig mit, wie sich Leute über ein Ehepaar unterhalten, das sich getrennt hat. Einer sagt, habe ich mir ja gleich gedacht, dass das nicht gut geht. Die Frau war in der Schule schon so komisch. Und ein anderer erinnert sich, wie er und seine Kumpels den Mann noch vor der Heirat gewarnt hatten. Es gäbe doch auch andere Frauen und warum denn gerade die? Und mit anderen Worten heißt doch auch das irgendwie selber schuld, dass diese Ehe gescheitert ist. Ich habe festgestellt, dass dieses Urteil selber schuld
sehr kraft- und zeitsparend sein kann. Irgendwie stimmt es immer, wenn man die Wahl hatte und sich so oder nicht anders entschieden hat, er oder sie hat's nicht anders gewollt oder selber schuld, fertig, ab und weiter. Das war jetzt mein Kommentar zur Sache und wir schalten um auf das normale Programm. Und mich erschüttert es, wie leicht wir so auch urteilen, selber schuld. Auch, denke ich, gerade im Hinblick auf asylsuchende Flüchtlinge in unserem Land. Wie oft höre ich da immer noch, die sollen doch zu Hause bleiben, was soll das hier werden, leben in Heimen, keine Arbeit. Ja, und sie haben Heimweh, klar, wären sie doch zu Hause geblieben. Auch solche Kommentare, ganz oft in ihren Familien, woher sie auch kommen. Und ich denke, ja, wer nimmt sich schon die Zeit und fragt, zum Beispiel einen, der aus Liberia geflohen ist, warum eigentlich hast du dein Land und deine Familie verlassen? Ja, das dauert Zeit, das kostet etwas. Und dann erfährt man vielleicht, wie es sich anfühlt, wenn man Angst um sein Leben hat. Und dann erfährt man, wie es sich anfühlt, wenn man sein Leben vor lauter Angst in Verstecken zubringen muss. Und vieles andere, was noch dazugehört, erfahren wir meist in Gesprächen. Nicht, weil es zu schmerzhaft wäre, es zu erzählen. Ja, und wer nimmt sich schon die Zeit, etwas über die Hintergründe zu erfahren? Ja, wer fragt schon diesen jüngeren Sohn aus der Geschichte, warum bist du denn nicht einfach zu Hause geblieben, wo es dir gut ging? Und wer hört dann zu, wenn er auf diese Frage antworten würde, ich hatte immer Stress mit meinem älteren Bruder. Haus und Hof, die Landwirtschaft, das konnte der alles viel besser als ich. Das war nichts für mich. Ich habe mich zu Hause überhaupt nicht wohlgefühlt. Mit meinen Gedanken war ich sowieso immer woanders. Ja, und ich denke, wer fragt denn den erkrankten Kettenraucher, warum hast du denn nicht mit dem Rauchen aufgehört? Und der Raucher, ja, würde dann vielleicht sagen, weil das nicht so einfach ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist eben eine Sucht, es ist eine Krankheit. Ich brauche nur meine Zigarette, um mich gut zu spüren, um mich gut zu konzentrieren. Wenn ich etwas Großes leisten muss, wenn ich unter Druck stehe, ich brauche das irgendwie. Ja, und dann ist da eben dieses Paar, das sich getrennt hat und beide Mann und Frau fragen sich inzwischen selbst, ja, wie konnte ich den denn heiraten? Wie konnte ich die denn heiraten? Doch wenn sie ihrer Erinnerung Raum geben, sehen sie, wie verliebt sie damals waren und wie glücklich sie waren miteinander. Und das Ja, das sie sich vor dem Traualtar zusprachen, erhielt ihre allerbesten Absichten. Ja, wer von uns nimmt sich schon Zeit, die Hintergründe und Motive zu erfragen? Wer von uns will das denn wirklich wissen? Es ist einfacher zu sagen, selber schuld. Doch da ist in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, dieser Vater der Söhne. Ja, er sucht halt täglich den Horizont ab, um zu sehen, ob der, der in die Fremde ausgezogen ist, nicht doch zurückkehrt. Da ist eben Gott, dieser Vater, mit einem Herzen voller Liebe und Verbundenheit zu seinen Kindern, Gott, der barmherzig ist. Gott, dem Zeit und Ewigkeit gehören, der sich eben dafür interessiert, wie es uns ergangen ist und wie wir es gemacht haben, da zu sein, wo wir jetzt sind. Ihm können wir sagen, ja, so und so ist das bei mir gelaufen. Er sieht mit uns auf unsere Lebensentscheidungen, auf die guten und auf die, die sich im Nachhinein als Fehlentscheidungen herausgestellt haben, für die wir Vorwürfe und Kritik geerntet haben. Dieser Weg zurück, nachdem wir uns entfernt haben, ist oft ein sehr, sehr schwerer Weg. Manchmal ist er zu schwer und wir bleiben lieber in der Fremde. Und im Bild des Gleichnisses gesprochen, hieße das, wir richten uns lieber bei den Schweinetrögen ein. Ja? In einem unerfreulichen Leben, in dem wir oft ziemlich alleine dastehen. Möglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten dadurch verbauen, indem wir es eben allein schaffen wollen. Es kann so furchtbar schwer sein, einen Fehler zuzugeben. Als dieser Sohn ganz unten ist, sagt er, ich will zurück zu meinem Vater gehen.
Doch was hat ihn eigentlich daran gehindert, schon viel früher zuzugeben, dass er eben sein Erbe verprasst hat, wie man es nicht tun soll, dass er gescheitert ist, wie es sich nicht gehört, und dass er den Mund wohl zu voll genommen hat, dass er nicht so klug, nicht so geschickt und nicht so erfolgreich ist, wie er selbst von sich dachte? Was hat ihn gehindert, schon vorher die Reißleine zu ziehen? Warum musste er erst ganz, ganz unten landen? Und ich denke, es ist etwas, worüber wir naturgemäß nur sehr selten reden oder gar nicht, nämlich die Scham. Schamgefühle. Da sind diese vielen Normen und Erwartungen, mit denen wir aufwachsen, und sie sind auch nötig, um in einer Gemeinschaft miteinander zurechtzukommen. Doch wer diesen Normen nicht entspricht, wird von der Gemeinschaft in der Regel beschämt. Das heißt, er bekommt ein Signal, dass sein Verhalten in der Gemeinschaft nicht gewünscht ist. Also für unseren Kulturkreis bedeutet das unangemessene Kleidung oder gar keine Kleidung. Das heißt sowas wie in der Nase bohren oder nicht grüßen, nicht arbeiten, obwohl man gesund ist, keine Leistung bringt, obwohl man könnte und so weiter. Hier sind wir wieder bei dem einen Sohn aus dem Gleichnis, bei dem Jüngeren. Er hat eben nichts aus seinen Gaben gemacht. Er hatte einen Haufen Geld in der Tasche. Was hätte damit investiert werden können? Da hätte er sich eine Zukunft aufbauen können. Ja, einen ganzen Betrieb gründen und selbstständig werden, Leute beschäftigen. Er hätte eine Familie gründen können mit Kindern und so weiter. Nichts hat er daraus gemacht. Alles selber durchgeprasst. Ja, und dieser Sohn hat eben versagt, nichts draus gemacht, und er weiß, dass sich das nicht gehört, dass man so auf die Weise in der Gesellschaft nicht anerkannt ist. Und er schämt sich sehr. Und ich glaube, so geht es uns oft, dass die Scham blockiert und uns hindert, den kürzesten Weg nach Hause zu nehmen. Ich denke, wir müssen im Grunde genommen nicht erst bei den Schweinetrögen landen. Die Barmherzigkeit Gottes lädt uns ein, unsere Schamgefühle zu entlarven, es beim Namen zu nennen, ja, ich schäme mich, und so zu Gott nach Hause zu kommen, wie wir nun mal sind. Unser Vater im Himmel ist barmherzig, geduldig und gnädig, heißt es. Und ich wünsche auch uns, dass wir barmherzig oder barmherziger werden mit uns selbst und dann auch mit anderen. Wenn dann zum Beispiel jemand über den krebskranken Kettenraucher herzieht und sagt, na gut, selber schuld. Vielleicht schaffen wir es dann zu sagen, er brauchte wohl seine Zigaretten. Wenn jemand über die Ehe eines anderen richtet oder über Asylbewerber herzieht und sagt, selber schuld. Und vielleicht schaffen wir es dann zu sagen, sie haben auf ihre Weise gemacht und werden ihre Gründe dafür gehabt haben. Seid barmherzig, wie auch unser Vater im Himmel barmherzig ist. Wem hilft es denn, wenn wir uns mit Schamgefühlen, mit Vorwürfen und Selbstvorwürfen zermürben? Wir haben doch Gott an unserer Seite, geduldig, gnädig und von großer Güte. Und sein Friede, der höher ist als all unser menschliches Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Vergiss nicht zu danken, unser nächstes Lied.